Ja, damit grüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den HBW Balingen-Waldstätten. Und ich möchte den gestrigen Trainer begrüßen und ihm direkt das erste Wort geben. Ja, guten Abend und Glückwunsch zum Sieg an HC Erlangen. Ich bin eigentlich sprachlos mit unseren Auftritten heute Abend. Wir sind eine Mannschaft, die steht im Abstiegskampf. Und so darf man sich auf keinen Fall präsentieren, wie wir haben heute Abend gemacht. Wir haben bei unserem fünften Tor schon sieben technische Fehler gemacht. Das ist schwer zu bestehen, aber irgendwie waren wir dran, immer noch mit drei Toren. Fast jeder Ball, der auf unser Tor kam, war drin. Und das ist auch Teil Schuld. Also wir haben teilweise gut verteidigt gegen die Erlanger. Die haben auch gute Lösungen auch teilweise gehabt gegen uns, das ist auch klar. Aber eine Torhüterleistung beim 13% oder 5 gehaltene Bälle ist einfach viel, viel zu wenig in die stärkste Liga der Welt. Danke. Vielen Dank, Robert. Wie hast du die 60 Minuten gesehen? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs heute. Wie die in das Spiel reingegangen sind. Wir haben auch, finde ich, am Anfang wir haben auch vier technische Fehler am Anfang gehabt, auch zwei, drei wieder verworfen am Anfang. Ich finde, wir könnten das ein bisschen clever machen. Dann finde ich auch, wir können auch ein bisschen höher in Halbzeitführung gehen. Aber insgesamt bin ich zufrieden. Wir schaffen viele Lösungen heute. Gegen 6-0 Abwehr, Offensive 5-1, 6 gegen 6, 7 gegen 6. Wir haben immer, finde ich, eine gute Antwort auf diese alle Sachen und machen das gut. Auch, muss ich recht geben, ich habe eigentlich ein bisschen mehr Kampf auch erwartet heute, dass es ein bisschen schwieriger wird, weil die stehen unten und spielen um Abstieg. Aber ich muss auch sagen, wir haben das selber gut gelöst und zurückgekommen von dieser Niederlage. Und wieder ein sehr gutes Spiel für unser Publikum gemacht mit vielen Toren. Auch Abwehr war wieder gut. Ein paar Mal geschlafen in der Mitte, keine Höhe gehabt, keine Körperkontakt. Aber über weiter Strecken, wenn wir mit das spielen, dann spielen wir oder machen wir auch eine sehr gute Abwehr. Und das hat Balingen mit Problemen gehabt. So, wie wir zurückgekommen sind, wie professionell die Jungs arbeiten bis zum letzten oder vom Spiel zu Spiel, zum letzten Spieltag, unsere Ziele verfolgen, alle diese mannschaftliche Geschlossenheit, bin ich nur mit sehr zufrieden und ich hoffe, wir können das auch am Samstag abrufen. Danke. Danke, Robert. Nun möchte ich den Geschäftsführer der HBW Balingen-Waldstätten zu Wort kommen lassen, Herr Strube. Bitte schön. Ja, von meiner Seite Glückwunsch an Erlangen zum Sieg. Ich denke, wir haben heute vor allem in der Anfangsphase, kein schönes Spiel, aber ein Spiel mit unheimlich viel Fehler gesehen. Und das, was Runa schon angesprochen hat, das trifft, glaube ich, auf alle zu, dass wir enttäuscht sind, wie das auch heute hier abgelaufen ist. Einfach, wenn man sieht, wo wir stehen und wie hoch die Bedeutung für uns war bei dem unheimlich schweren Restprogramm, das wir in den kommenden drei Spielen noch haben, dann erwartet man einfach einen anderen Auftritt, eine andere Bereitschaft und ist eben von allen 14 Spielern und nicht nur von Einzelnen. Das ist dann schwierig gegen so einen Gegner, der daheim mit Sicherheit sehr, sehr gut ist. Aber in der Phase, in der wir stehen, darf das keine Rolle spielen und da hätte ich mir einen anderen Auftritt gewünscht. Das ist nicht passiert und deswegen macht das alle auch. Es waren ca. 50 bis 100 Fans wahrscheinlich von uns dabei. Schon traurig, wie das dann auch abgelaufen ist. Das wird ist auf jeden Fall eine bittere Heimfahrt, die wir jetzt antreten müssen, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Dankeschön. René, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank natürlich auch von mir für die Glückwünsche. Ich glaube, die haben wir uns heute wirklich reglich erarbeitet. Wir haben ein gutes bis sehr gutes Spiel heute gemacht. Natürlich mit Fehlern, natürlich war nicht alles perfekt. Wir haben uns auch ein bisschen von der Nervosität anstecken lassen.
wollten aber diesen Kampf, der jetzt vielleicht nicht in dem Maße gekommen ist, wie man es erwartet hat, aber trotzdem auch annehmen und auch selber zeigen, wir verteilen keine Geschenke, wir haben die Saison noch längst nicht abgeschrieben, wir kämpfen bis zum Schluss und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass die Mannschaft wirklich professionell aufgetreten ist und auch ja, dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Vom Anfang bis zum Ende, in der ersten Halbzeit hat nicht alles funktioniert, in der zweiten Halbzeit hat man wirklich gesehen, dass trotz dieser englischen Woche und trotz der eigentlich klaren Situation, die die Saison mittlerweile für uns gebracht hat, trotzdem noch jeder heiß auf sein Tor ist, jeder bissig ist und am Ende dieses Spiel auch so in dieser Deutlichkeit gewinnen wollte. Und das macht mich natürlich sehr stolz. Ich glaube, da haben wir heute den Zuschauern wirklich ein tolles Spiel geboten. Und ja, die Mannschaft hat sich diesen Sieg wirklich verdient. Und ja, wollen wir natürlich gucken, ob wir am Samstag jetzt in Wetzlar vielleicht nochmal eine kleine Überraschung landen können. Aber ich denke, da haben wir heute schon einen richtig wichtigen und guten Schritt getan. Und ja, freue mich ansonsten, alle spätestens am 10. Juni wieder hier zu sehen. Dankeschön. Vielen Dank, René. Zeit für Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Dann wird der Kollege Ihnen das Mikrofon geben. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Sie sind in der ersten Halbzeit ja volles Risiko gegangen, haben relativ viel mit dem siebten Feldspieler gearbeitet. Hat aber nicht so funktioniert, wie Sie es sich erwartet hatten? Oder woran hat es gelegen, dass es nicht noch besser gewirkt hat? Es war ja nur ein Gegentor ins leere Tor, aber zwei fast noch dazu. Ja, stimmt. Nein, ich habe natürlich gewünscht, dass wir hätten das besser gespielt. Durch den Ausfall von Martin Strobel am Anfang, dann war unser Angriff nicht so, wie wir haben uns vorgestellt. Die Körpergröße ist schon klar, also und Erlangen hat gut verteidigt und wir haben dann versucht, durch die auch viele technische Fehler, die waren bis dahin, über vierte Feldspieler zu kommen, zum freien Wurf aus dem Rückraum, die Abwehr ein bisschen auf die 6 Meter zu binden, aber die technischen Fehler sind dann, ja, haben wir weiter produziert und zwar keinen, ja, ließ keinen guten Eindruck, das ist auch klar, war kein Vorteil, aber trotz allem, da waren wir nur 3 Tore hinter im Halbzeit. Das war erstaunlich. Das bedeutet, Erling hat nicht auch alles richtig gemacht. Aber leider konnten wir das nicht ausnutzen, dann in der zweiten Halbzeit. Und Erlangen hat verdient gewonnen, das ist klar. Wie geht's Martin Strobel? Sie haben ihn in der zweiten Halbzeit kaum noch gebracht, oder? Ja, aber das war die einzige Möglichkeit. Aber das... Also er war raus aus dem Spiel, hat sich nicht gefunden und die zweite Frage. Nächste Frage. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns alle am 10. Mai zum Saisonabschluss gegen den SC Magdeburg. Juni, Entschuldigung. gegen den SC Magdeburg wieder. Vielen Dank. Tschüss.